bitte Ruhe! Nee, lass mal. Ich gehe lieber nach Hause, solange ich den Weg noch finde. Außerdem wird mir meine Frau jetzt schon gewaltig den Marsch blasen. Na, wenn ich mal nicht zu viel versprochen habe, wo muss ich denn jetzt lang? Wartet hier oder da? Na, probieren wir es einfach mal. Hilfe! Hilfe! Hört mich denn keiner? Was ist das denn? Eine Prügelei. Hey, ihr Katze, wo wollt ihr? Wo wollt ihr wohl denn meine Frieden lassen? Passt auf hier! Ich bringe euch gleich Manieren bei! Hey, kommen Sie mal hoch da. Kann ich Ihnen helfen, Sir? Aber Sir, laufen Sie doch nicht weg. Ich will Ihnen doch bloß helfen, Sir. Was ist denn mit Ihren Sachen hier? So warten Sie doch. Lässt er einfach seine Sachen hier liegen. Seinen ulkigen Hut und... Was ist das denn? Ich glaub es ja nicht. Eine Weihnachtsgans. Na, wenn der feine Herr sie nicht mehr will, ich nehme sie gerne. Da wird sich meine Betty aber freuen. Aha, so ist das also. Um die Zeit kommst du also nach Hause. Betty, guck mal an. Du bist ja noch wach. Und wie ich noch wach bin. Irgendeiner muss die Arbeit ja wohl machen, wenn der feine Herr mal wieder mit seiner Kumpel auf Tour ist. Ach, Betty, meine Süße, komm, sei mir nicht böse. Ich hab dir auch was mitgebracht. Hier hab ich grad Feines für dich. Wenn dit keine Weihnachtsüberraschung ist, wa? Dickes, fettes Weihnachtsgänschen. Na, was sagst du nun? Was ich nur sage? Ich frage mir, wo du das Ding her hast. Von deinem Lohn hast du es auf jeden Fall nicht gekauft. Sag mal, Jim, du und deine Kumpels, ihr habt doch nicht etwa... Jim... Du fängst mir doch nicht etwa mit dem Stehlen an? Jim, sag mir, dass du die Gans nicht geklaut hast. Nun reg dir mal nicht so auf. Die Gans hab ich auf ganz ehrliche Weise gekriegt. Die lag nämlich einfach so auf der Straße rum. Genauso wie der Hut hier. Auf der Straße? Genau. Und das soll ich dir loben? Wer lässt denn eine Weihnachtsjans einfach so auf der Straße rumliegen? Naja, so richtig rumgelegen hat's ja eigentlich nicht. Also doch geklaut. Nee, auch nicht geklaut. Also pass auf. Ich geh von der Kneipe nach Hause. Da seh ich, wie so ein paar dunkle Typen einen feinen Herrn belästigen. Ich renn natürlich hin. Weiß ja, wie ich bin. Und die Typen verflüchtigen sich. Ich will dem Herrn hochhelfen von der Straße. Und was ist? Der macht auch die Mücke. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall ist er weg und... Was sag ich dir? Der lässt einfach seine Weihnachtsjans und seinen Hut auf der Straße liegen. So schnell ist er weg. Ich rufe ihm noch nach, ob er sein Zeug nicht mitnehmen will, aber... Nichts zu machen. Naja, und da dachte ich mir, was sollst du auf der Straße liegen lassen?
Meine Betty freut sich bestimmt über so einen Braten, wa, meine Süße? Ja. Und dass der feine Herr jetzt zur Polizei geht, weil er denkt, du gehörst auch zu die Bande. Da hast du nicht dran gedacht, wa? Der kann dir doch jetzt beschreiben. Und wenn die hier den Hut und die Jans finden, dann bist du geliefert. Hast ja recht. Weißt du was? Den Hut, den werde ich einfach mal in früh vor der Arbeit vor das Fundbüro legen. Aber die Gans, hör mal, Betty, so was Feines, das kriegen wir ja so schnell nicht mehr in die Hände. Und so ein feiner Herr, der kann sich bestimmt eine neue leisten. Naja, auf dem Fundbüro wird sie eh bloß schlecht werden, wenn sie nicht schnell hier noch einer abholt. Also gut, die Jans behalten wir. Ja. Aber verschwinden muss sie auf jeden Fall. Geh mal her. Ich werde sie gleich ausnehmen und morgen alle früh braten. Dann ist sie auch aus dem Haus. Mensch, Betty, das wird ein Festmahl morgen Mittag werden. Ich kann es jetzt schon riechen, das gebratene Gänschen. Jund, Jüte, ja. Was ist los? Komm mal mit die Lampe her. Um Gottes Willen. Siehst du? Ach du Schreck, was macht so ein wertvoller Klunker in der Jans und auch noch so ein Jonser? Verdammt nochmal, Jim, was hast du mir da wieder ins Haus gebracht? Den Stein hat bestimmt jemand geklaut und in der Jans versteckt. Meinst du, ich soll mit den Sachen jetzt doch zur Polizei gehen? Oh, bist du verrückt? Die warten doch bloß drauf, dass so jemand wie du vorbeikommt, dem sie die Sache anhängen können. Du bist ein armer Schlucker und hast einen Diamanten in den Händen. Die loben dir die Sache nie mit der Gans und dem feinen Herrn. Nee, die Polizei wird uns garantiert nicht helfen. Aber was sollen wir denn dann machen? Ich kann den Stein doch nicht einfach auf die Straße schmeißen und warten, dass den ein anderer findet. Nee. Am Ende sieht mir doch noch einer dabei. Und dann verdächtigt mir die Polizei erst recht. Ja. Oh, Jim, hör mal. Da fällt mir was ein. Da ist doch dieser feine Herr, dieser Mr. Holmes in der Baker Street, von dem man immer so Geschichten hört. Den kennst du doch auch. Mr. Sherlock Holmes, Baker Street 221. Na sicher, der wohnt da mit so einem Doktor Watson. Glaube ich, ja. Dem hab ich doch schon ganz oft irgendwas zugestellt. Aha. Was hat der denn jetzt mit der Sache zu tun? Pass auf, unser Kleiner hat mir erzählt, dass dieser Mr. Holmes ihn und seine Freunde schon ganz oft gebeten hat, irgendwas an Informationen für ihn zu beschaffen. So Leute beobachten oder sowas. Was Kinder einfach besser können, weil sie nicht so auffallen. Der soll ja so ein Detektiv sein, dieser Mr. Holmes oder sowas. Auf jeden Fall scheint er ein ganz großes Herz für uns kleine Leute zu haben. Der Kleine sagte, dass er sich immer nach der Familie erkundigt und ob wir hier noch zu essen haben, wenn er ihm Geld gibt für die Informationen. Und dann legt er da immer noch was drauf. Und wenn der wirklich ein Detektiv ist, dann kann er dir vielleicht helfen, den feinen Herrn von der Jans wiederzufinden. Dann bist du erstmal aus dem Schneider bei der Sache. Meinst du wirklich? Ich weiß ja nicht mal, ob sich dieser Mr. Holmes an so einen kleinen Dienstmann wie mir erinnert. Also, das ist mir jetzt egal. Ich will das Zeug jedenfalls nicht mehr im Haus haben. Du gehst da sofort 9 früh hin und nimmst den ganzen Krempel mit. Ist das klar? Ja, bitte. Ah, Watson, wie mir scheint, hält dieser Morgen einen neuen Fall für uns bereit. Und man muss kein Meister der Verstandeskraft sein, um zu hören, dass es sich bei unserem neuen Klienten nicht um einen leichtfüßigen Vertreter der gehobenen Gesellschaft handelt. Ich bewundere immer wieder Ihre scharfsinnige Beobachtungsgabe, Holmes. Herein! Guten Morgen, Mr. Holmes. Dr. Watson. Ah, mein lieber, Peterson, nicht wahr?
Was führt Sie zu uns? Sie erinnern sich an mir, Mr. Holmes? Aber sicher, Peterson, ich vergesse niemals ein Gesicht. Auch nicht das eines Dienstmannes, der mir die eine oder andere Depesche zugestellt hat. Ach, wenn Sie wüssten, Mr. Holmes, das macht's mir ja schon viel leichter. Was führt Sie zu uns, Peterson? Ach, Mr. Holmes, ich weiß ja nicht, wie ich anfangen soll. Und Peterson, am besten mit dem Anfang. Also gut, Mr. Holmes. Also, gestern Abend, da war ich mit ein paar Freunden ein bisschen was feiern. Also, im Pub. Sie wissen, was ich meine. Steht unser einer ja auch mal zu, sowas. Wenn man den ganzen Tag hart arbeiten, nicht wahr? Mr. Holmes, das müssen Sie doch zugeben. Aber unbedingt. Also irgendwann denke ich mir auf jeden Fall, jetzt ist genug, wenn du nach Hause kommen willst. Also bin ich gegangen und wie ich so von der Hauptstraße abbiege, da sehe ich, wie so ein paar Raufbolde einen Feinherrn angreifen. Ich bin natürlich sofort hin, aber statt, dass der Herr sich von mir helfen lässt, rennt er selber davon, sobald ich ihn wieder auf die Beine gekriegt habe. Naja, und in der ganzen Eile, da hat er seinen Hut liegen lassen und eine Weihnachtsgans. Eine Weihnachtsgans? Jawohl, Sir, eine Weihnachtsgans. Genau das Stück hier. Naja, und da dachte ich mir, ehe das auf der Straße liegen bleibt, nehme ich es lieber mit nach Hause. Den Hut, den wollte ich ja auch gleich zum Fundbüro bringen. Sie wissen ja, ich bin eine ehrliche Haut, Mr. Holmes. Nur bei der Jans, da dachte ich, die verdirbt ja doch bloß beide Fundsachen. Und außerdem können sich so feine Leute ja auch eine neue leisten. Und darum wollte meine Frau sie dann für uns braten. So was Leckeres, das können wir uns sonst nicht leisten, Mr. Holmes. Na ja, auf jeden Fall wollte meine Frau das Vieh dann ausnehmen. Und was soll ich Ihnen sagen, Mr. Holmes? Was glauben Sie, was meine Frau findet, als sie die Jans den Kopf aufschlitzt? Dit hier. Dieses funkelnde blaue Steinchen. Und da standen wir dann da, meine Frau und Icke, und wussten nicht, was wir tun sollen. Zur Polizei können wir nicht. Die auf Scotland Yard verdächtigen unser einer doch sofort, dass wir das Ding gestohlen haben. Naja, und da meinte meine Frau, dass wir doch mal zu Sie kommen könnten, Mr. Holmes, weil das doch bekannt ist, dass Sie ab und an auch mal an uns kleine Leute denken. Ja, und das ist das, warum ich jetzt hier bin. In der Tat ein überaus bemerkenswerter Schatzfund. Sehen Sie sich dieses wunderbare, klare Blau an, Watson. Wahrhaft ein Meisterwerk der Natur. Wissen Sie überhaupt, was Sie da gefunden haben, Peterson? Na ja, ein Diamanten, Sir, nicht wahr? Irgendein kostbarer Klunker halt. Das ist nicht nur irgendein kostbarer Klunker, Peterson. Das ist der kostbarste Stein überhaupt. Nein. Herr Holmes, Sie meinen doch nicht etwa, dass das der blaue Karfunkel der Gräfin von Morcar ist? Aber sicher doch, genau der, mein lieber Watson. Schließlich befindet sich in der Times täglich dieselbe Anzeige, mit deren Hilfe die Gräfin nach ihrem Kleinod fahndet, seit es vor 5 Tagen verschwunden ist. Größe und Form des Steins lassen keinen Zweifel zu. Es ist der blaue Karfunkel. Aber was hat denn der Gräfin ihr Karfunkel in der Jans zu suchen? Das, lieber Peterson, ist in der Tat eine sehr interessante Frage. Soweit ich weiß, ging der Gräfin der Stein doch im Hotel Cosmopolitan verloren, nicht wahr, Holmes? In der Tat. Die Zeitung mit dem Artikel müsste doch noch irgendwo herumliegen. Ah, hier ist sie ja. Na bitte. Hier. Juwelendiebstahl Hotel Cosmopolitan. Der 26-jährige Clempton und John Horner wurde unter der Beschuldigung festgenommen, er habe am 17. Dezember aus der Juwelenschatulle der Gräfin von Morcar
den überaus wertvollen Edelstein entwendet, der der Fachwelt auch unter dem Namen der blaue Karfunkel bekannt ist. Der Verwalter des Hotels, Mr. James Ryder, erklärte hierzu, er selbst habe am Tag des Diebstahls Horn in das Zimmer der Gräfin geführt, wo er Reparaturarbeiten ausführen sollte. Er habe Horn beaufsichtigt, sei jedoch fortgerufen worden. Als er zurückkehrte, sei Horner verschwunden gewesen und die Juwelenschatulle habe aufgebrochen und leer auf dem Frisiertisch gelegen. Inspektor Bradstreet berichtete, dass sich Horner bei seiner Verhaftung heftig gewehrt und fortwährend seine Unschuld beteuert habe. Da Horner vor einigen Jahren jedoch bereits wegen Diebstahls seine Gefängnisstrafe verbüßt hat, wird auch in diesem Fall mit seiner Verurteilung gerechnet, obwohl auch bei einer gründlichen Durchsuchung der Räumlichkeiten Horners der Stein nicht gefunden werden konnte. So. Da sehen Sie es, Mr. Holmes. Kleine Leute wie wir, denen glaubt man eh nicht, selbst wenn wir die Wahrheit sagen. Was soll ich denn jetzt machen, Mr. Holmes? Wenn ich zur Polizei gehe, dann glauben die am Ende, ich bin's gewesen, oder ich mach mit dem Klempner da gemeinsame Sache. Machen Sie sich mal keine Sorgen, Peterson. Wir werden uns dieses Falls annehmen. Sie haben nichts zu befürchten. Danke, Mr. Holmes. Sie wissen ja nicht, was mir für ein Stein vom Herzen fällt. Und das meinen die jetzt wirklich so. Ja, Peterson, wir wissen, wie Sie's meinen. Also, dann kann ich jetzt nach Hause gehen und meine Frau sagen, dass alles in Ordnung ist, ja? Genau. Na denn, Mr. Holmes. Dr. Watson. Sie werden doch die Sache wohl Scotland Yard übergeben, Holmes? Nicht so voreilig, mein lieber Watson. Bei Scotland Yard werden Sie mit diesem Hut und dieser Weihnachtsgans als Hinweisen nicht viel anfangen können. Und am Ende vielleicht doch den armen Peterson verdächtigen. Als könnten wir mehr mit diesem zerlumpten Hut und der armseligen Gans anfangen. Ja gut, gut, es sind die Initialen HB in die Hutkrempe eingenäht. Aber was bedeutet das schon? Es ist ein ganz gewöhnlicher schwarzer Hut und Männer mit den Initialen HB gibt es in London zu tausenden. Also ich kann darin jedenfalls nicht erkennen, wer der Besitzer dieses Hutes und dieser Gans ist. Watson. Wie oft muss ich es Ihnen noch sagen? Man kann anhand solcher Fundstücke alles über seinen Besitzer herausfinden. Sie können alles mit Ihren Augen sehen. Es gelingt Ihnen nur nicht, die richtigen Schlüsse aus dem zu ziehen, was Sie sehen. Die Kraft der Logik, Watson. Die Kraft der Logik! Seien Sie doch bitte so gut und reichen Sie mir mein Vergrößerungsglas. Hier, Dankeschön. Bitte, Holmes. Nun, Holmes? Ja, also, natürlich ist auf den ersten Blick klar, dass der Besitzer dieses Hutes intellektuell veranlagt ist. Ferner, dass er etwa vor 3 Jahren sehr wohlhabend war und jetzt allerdings schlechtere Zeiten durchmacht. Vielleicht ein Grund dafür, dass ihn seine Frau nicht mehr liebt. Holmes, ich bitte Sie. Darüber hinaus lässt sich sagen, dass dieser Mann ein sesshaftes Leben führt und selten ausgeht. Dass er mittleren Alters ist und graue Haare hat, die er sich in den letzten Tagen hat schneiden lassen. Das, mein lieber Watson, sind die Dinge, die ganz ohne Zweifel aus der sorgfältigen Beobachtung dieses simplen Hutes geschlossen werden können. Also, Holmes, ich zweifle ja nicht daran, dass ich im Vergleich zu Ihnen ein ausgemachter Dummkopf bin. Aber diese Ergebnisse, Holmes, mir scheint, Sie scherzen. Aber keineswegs, Watson. Wenn Sie nur einmal Ihre Augen benutzen würden. Schauen Sie mal, wie groß dieser Hut ist. Ein Mann, der einen so großen Kopf hat, muss auch etwas darin haben. Wir dürfen also davon ausgehen, dass der Gentleman intellektuell veranlagt ist. Ja, und dann die Mode, nach der dieser Hut geschnitten ist. Solche Hüte waren vor ungefähr 3 Jahren modern. Er hat ein Band aus Seide und ein ausgezeichnetes Futter, was darauf hinweist, dass sein Besitzer damals wohlhabend war. Ja, ja. Wenn er sich allerdings in den letzten 3 Jahren keinen neuen Hut leisten konnte, ist er sicherlich finanziell auf dem Abstieg. Und hier, sehen Sie sich die Haare an, die sich im Futter verfangen haben. Sie sind grau. Das heißt, der Herr ist mittleren Alters.
Und es sind nur Haarspitzen, keine Haarwurzeln zu sehen. Was bedeutet, dass dies die Haare sind, die ein unachtsamer Barbier nach dem Haarschnitt nicht sorgfältig ausgebürstet hat. Ja, ja, schön und gut, Holmes. Die Argumente sind plausibel. Aber woher um alles in der Welt wollen Sie wissen, dass ihn seine Frau nicht mehr liebt? Ganz einfach, Watson, durch den Staub auf dem Hut. Es ist kein grauer Straßenstaub, sondern brauner, flockiger Hausstaub. Und das zeigt uns nicht nur, dass dieser Hut ebenso wie sein Besitzer die meiste Zeit zu Hause verbringt, sondern auch, dass der Hut seit Wochen nicht mehr gebürstet wurde. Mein lieber Watson, keine Frau, die ihren Mann liebt, lässt ihn so auf die Straße gehen. Aber Holmes, er könnte doch auch Junggeselle sein. Nein, Watson, das glaube ich nicht. Da kommt nämlich die Gans ins Spiel. Ich glaube, dass er sie als ein Friedensangebot für seine Frau mit nach Hause bringen wollte. Kein Junggeselle macht sich selber einen Gänsebraten. Und selbst wenn er es täte, würde er sicherlich eine Gans kaufen, die vom Händler mit weniger Tand und bunten Bändern ausgeschmückt wäre. Nicht wahr? Also, es würde mich nicht wundern, wenn sich auf dem Zettel, der sich, wie ich gesehen habe, ganz dezent an einem dieser Bänder versteckt, der Name von Mrs. H.B. befinden würde. Wären Sie wohl so freundlich und würden mal nachsehen, Watson? Ja, also hier steht für Mrs. Henry Baker. Da hol mich doch der Teufel, Holmes. Sie haben schon wieder recht. Danke, Watson. Aber trotzdem löst das unser Problem noch nicht. Auch wenn wir jetzt seinen Namen wissen, es gibt immer noch, ich weiß nicht, wie viele Henry Bakers in London. Wir werden einfach eine Anzeige in die Abendzeitung setzen. Gefunden. Eine Gans und ein schwarzer Filzhut. Mr. Henry Baker kann diese heute Abend um 6.30 Uhr in der Baker Street Nummer 221b abholen. Das ist kurz, aber deutlich. Schon, aber wird er es lesen? Da der Verlust seiner Gans und seines Hutes den armen Mann in finanzieller Hinsicht sicherlich trifft, wird er ganz bestimmt die Zeitungen im Auge behalten. Auf, Watson, Stock und Mantel und dann zur Zeitung, damit die Anzeige pünktlich in der Abendausgabe erscheint. Mein Freund Sherlock Holmes schafft es immer wieder, mich zu verblüffen. Aus einem etwas zerlumpten Hut und einer toten Gans mit bunten Bändern zu schließen, dass ihr Besitzer ein leicht heruntergekommener Stubenhocker mittleren Alters war, der von seiner Frau nicht mehr geliebt wurde, das verlangte eine Klarheit des Geistes, die ich in meinem ganzen Leben in der Tat nur bei ihm erlebt habe. Holmes schaffte es, wie gesagt, immer wieder, mich mit seiner außergewöhnlichen Befähigung zu genauester Beobachtung und klarster Logik in Staunen zu versetzen. Nicht nur, weil es ihm gelang, aus den kleinsten Hinweisen ein riesiges Puzzle zusammenzusetzen, sondern vor allem, weil er immer wieder recht behielt. So auch mit seiner Voraussage bezüglich Mr. Henry Baker, auf dessen Eintreffen wir, oder besser gesagt ich, an diesem Abend sehr ungeduldig wartete. Sechs Uhr 30. Meinen Sie, dass er kommen wird, Holmes? Ich bin mir ganz sicher. Er ist schon ein hübsches Stück, dieser Karfunkel. Sehen Sie nur, wie er funkelt, wenn man ihn gegen das Kaminfeuer hält. Ja, ja. Es ist immer wieder bemerkenswert, wie sehr solche Schönheit Verbrechen anzieht. Sagen Sie mal, wissen Sie eigentlich, Watson, dass dieser Stein noch keine 20 Jahre alt ist? Nein, ist mir nicht bekannt. Und doch hat er schon eine so düstere Geschichte, als wäre er seit Jahrhunderten in Menschenhand. Als man ihn damals fand in Südchina am Ufer des Amoy, hat man übrigens sofort seinen Wert erkannt. Alle Charakteristika eines Karfunkels. Aber tiefblau statt rubinrot.
Was für eine seltene Schönheit. Zwei Morde hängen schon an diesem Stein. Selbstmorde und Diebstähle. Sogar ein Säureanschlag. Alles wegen dieser paar Gramm kristalliner Holzkohle. Das ist ja fantastisch. Glauben Sie, dass dieser Klempner, dieser Horner, unschuldig ist? Ich weiß es nicht. Und was ist mit diesem der Henry Baker? Glauben Sie, dass er seine Finger mit im Spiel hat? Ich weiß es nicht, mein lieber Watson. Es ist schon merkwürdig, warum Mr. Baker vor dem guten Peterson flieht, obwohl er ihm geholfen hat. Andererseits, wenn ich meinen Kopf riskieren würde, um diesen Stein zu stehlen, dann würde ich ihn sicherlich nicht so ohne weiteres auf der Straße liegen lassen. Aber wir werden schon herausfinden, inwieweit Mr. Baker von der wertvollen Füllung seiner Weihnachtsgans unterrichtet war. Deswegen haben wir schließlich die zweite Gans von unserem Nachmittagsspaziergang mitgebracht, nicht wahr, Watson? Und wenn mich mein Gehör nicht täuscht, dann wird unsere Neugier schon in wenigen Minuten gestillt sein. Ich hoffe, Sie halten es noch aus vor lauter Spannung, mein lieber Watson. Herein. Ah, Mr. Henry Baker, vermute ich. In der Tat. Mit wem habe ich die Ehre? Holmes, mein Name, Sherlock Holmes. Und das ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. Guten Abend. Guten Abend. Bitte nehmen Sie doch Platz, Mr. Baker. Mr. Holmes, kommen wir doch gleich zur Sache. Sie haben also meinen Hut und das andere gefunden? Ja, das haben wir. Wenn Sie so freundlich wären, diesen Hut als den Ihren zu identifizieren. Bitteschön. Ja, das ist ganz eindeutig mein Hut. Woher wussten Sie eigentlich, wem die Sachen gehören? Nun, Ihr Gänsehändler war so freundlich, die Gans mit einem Zettel zu versehen, auf dem der Wertename Ihrer Frau Gemahlin zu lesen war. Da der Hut dieselben Initialen trägt, vermuteten wir als den rechtmäßigen Besitzer der Dinge einen Mr. Henry Baker. Ja, und so haben wir inseriert. Das war aber wirklich außerordentlich scharfsinnig von Ihnen, Mr. Holmes. Vor allem möchte ich Ihnen für Ihre Ehrlichkeit danken. Wo findet man denn so etwas heutzutage noch? Also, wenn Sie jetzt noch so freundlich wären und mir die Gans... Ach ja, die Gans. Was ist damit? Nun, Mr. Baker, ich fürchte, wir waren gezwungen, sie zu verzehren. Sie zu verzehren? Ja. Wissen Sie, nach all diesen Erlebnissen war Ihre Gans schon sehr mitgenommen. Niemand hätte etwas davon gehabt, wenn wir sie nicht gegessen hätten. Ja, gut hat sie geschmeckt. Aber ich nehme an, dass diese zweite Gans dort auf dem Tisch Ihren Absichten genauso gut entspricht. Sie ist auch ganz bestimmt gleich schwer und vor allem ganz frisch. Oh ja, gewiss doch. Natürlich haben wir noch die Federn, die Beine, den Kropf und so weiter von Ihrem Vogel. Falls Sie Wert darauf legen sollten. Ich könnte Sie ja als Andenken an mein kleines nächtliches Abenteuer mitnehmen, aber Dankeschön, Mr. Holmes. Mir reicht der Vogel da drüben auf dem Tisch völlig aus. Sagen Sie, Mr. Baker, auf die Gefahr hin aufdringlich zu erscheinen, wie kamen Sie eigentlich dazu, Ihre Weihnachtsgans zu verlieren? Ach, Dr. Watson, die Welt ist schlecht. Nachdem ich die Gans gestern gekauft hatte, nahm ich noch ein paar Drinks bei einem Freund. Normalerweise gehört das ja nicht zu meinen Gewohnheiten, aber ich hatte gestern ein wenig Streit mit meiner Frau und war deshalb nicht besonders erpicht darauf, früh zu Hause zu sein. Nun, wie dem auch sei, als ich mich auf den Weg nach Hause machte, war es doch schon sehr spät geworden und ich muss mich in der Dunkelheit irgendwie verirrt haben. Ein paar Raufbolde haben dann meine Lage ausgenutzt und mich überfallen. Ich habe einfach die Nerven verloren und bin so schnell wie möglich davon gerannt, als sich die erstbeste Möglichkeit dazu bot. Nicht, dass ich feige wäre. Es ist nur, es schien mir die sinnvollste Lösung in dieser Situation. Nun ja, und dass ich die Gans und meinen Hut in der Eile zurückgelassen hatte, das fiel mir dann eigentlich erst auf, als ich zu Hause ankam. Aber zum Glück ist ja beides auf einen ehrlichen Finder gestoßen. Ich danke Ihnen. Mr. Holmes? Dr. Watson? Das war doch selbstverständlich. Nebenbei, Mr. Baker,
Würde es Ihnen wohl etwas ausmachen, mir zu erzählen, woher Sie Ihre Gans bekommen haben? Wissen Sie, mein Freund und ich, wir sind Geflügelliebhaber und wir haben selten eine besser gezüchtete Gans verzehrt. Aber gerne, Mr. Holmes. Das ist ja wohl das Wenigste, was ich für Sie tun kann. Wissen Sie, ich verkehre ab und zu im Alpha Inn neben dem Museum. In diesem Jahr hat der Wirt, der heißt Windy Gate, einen Gänseclub ins Leben gerufen, durch den wir, wenn wir alle paar Wochen pünktlich ein paar Pence zahlen, alle zu Weihnachten eine Gans bekommen sollten. Nun, ich habe meine Pence immer pünktlich bezahlt und den Rest der Geschichte kennen Sie. Also, nochmals besten Dank, Mr. Holmes. Ich bin so frei, Sie jetzt nicht weiter zu belästigen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mr. Baker. Auf Wiedersehen, Mr. Baker. Tja, so viel zu Mr. Henry Baker, Watson. Es ist klar, dass er überhaupt nichts von dieser Sache weiß, aber vielleicht kann uns dieser Wirt weiterhelfen. Haben Sie Hunger, Watson? Keinen besonders großen. Dann würde ich vorschlagen, wir machen aus unserem Dinner ein Mitternachtssouper und verfolgen diese Spur, solange sie noch heiß ist. Ja, aber unbedingt. Also Holmes, ich muss gestehen, ich finde es weitaus angenehmer, wenn Sie Ihre Fälle von zu Hause aus lösen. Diese Pub-Atmosphäre ist einfach nichts für mich. Überall Bierdunst und Qualm. Kommen Sie, Watson, da müssen wir jetzt durch. So, darf ich mal? Entschuldigen Sie, sind Sie Mr. Windigate, der Wirt? Ja, Sir, das will ich wohl meinen. Was darf es denn sein? Zwei Bier, bitte. Kommt sofort, Sir. Holmes, wir wollen uns doch nicht etwa für längere Zeit in diesem Etablissement aufhalten. Immer oder? Mit der Ruhe, Watson. Man muss die Leute bei Laune halten, damit sie einem das sagen, was man wissen will. So, bitte sehr, zwei Bier, die Herren. Ihr Bier muss hervorragend sein, wenn es auch nur annähernd so gut ist wie Ihre Gänse. Meine Gänse? Ja, ich habe erst vor einer Stunde mit Mr. Henry Baker, über Ihre Gänse gesprochen. Er ist Mitglied in Ihrem Gänseclub und schwärmte mir davon vor. Ah, jetzt verstehe ich Sie, Sir. Aber wissen Sie, das sind nicht meine Gänse. Tatsächlich? Wem gehören Sie denn? Also die zwei Dutzend für die Clubmitglieder, die hatte ich von einem Händler in Covent Garden. Interessant. Ich kenne dort einige Händler, aber so gute Gänse wären mir aufgefallen. Wie heißt Ihr Mann? Breckenridge. Breckenridge. Ja, also den kenne ich nicht. Na, auf jeden Fall besten Dank, Herr Wirt. Weiterhin gute Geschäfte und gute Nacht. Los, kommen Sie, Watson. Wir müssen weiter. Halt! Was ist mit Ihrem Bier? Es war eine Eigenart meines Freundes Holmes, dass er, hatte er einmal Feuer gefangen, einen Fall so schnell wie möglich aufklären musste, koste es, was es wolle. Es war, weiß Gott, eine seiner Eigenschaften, die ich weniger schätzte. Denn, wie Sie vielleicht bemerkt haben, war ich schon immer ein Mensch, der eher zur Bequemlichkeit neigt. Als Holmes und ich nun in dieser Nacht durch die dunkelsten Viertel Londons schlichen, wünschte ich mir, zum Spott meines Freundes, nichts sehnlicher herbei als unser warmes Kaminfeuer. Es war bitterkalt, als wir das Alpha Inn verließen, um uns auf dem Weg nach Covent Garden zu machen. Wir durchquerten Holborn, nahmen die Endell Street und erreichten durch ein Gewirr von Elendsquartieren endlich Covent Garden, wo wir, dank der Spürnase meines Freundes Holmes, zum Glück nicht allzu lang, nach dem Geschäft von Mr. Breckenridge suchen mussten. Holmes, so warten Sie doch. Es gibt doch keinen Grund für diese Eile. Also bitte, Watson, kommen Sie jetzt. Sie sollten bedenken, Watson, dass wir nur an einem Ende dieser Kette eine so angenehme Sache wie eine Gans haben. Am anderen Ende ist ein Mann, der vielleicht unschuldig von den Behörden verdächtigt wird und auf den mindestens 7 Jahre Zuchthaus warten, wenn wir nicht seine Unschuld beweisen können.
Darum müssen wir diesen Mr. Breckenridge unbedingt finden, und zwar so schnell wie möglich. Und ich glaube, wir haben Glück. Schauen Sie, Watson, schauen Sie mal. Das Schild dahin. Breckenridge. Fleisch und Wurstwaren. Wenn mich nicht alles täuscht, ist Mr. Breckenridge sogar gerade dabei, Ware zu verladen. Dieser unangenehme Mensch dort? Watson, wer sonst sollte sich wohl zu dieser abendlichen Stunde damit beschäftigen, vor Mr. Breckenridge's Laden Fleisch zu verladen, als Mr. Breckenridge selbst? Also, los, Watson! Guten Abend. Guten Abend. Ja, kalt heute Abend, nicht wahr? Tja, wie ich sehe, sind die Gänse ausverkauft. Morgen früh können Sie 100 neue kriegen. Ich fürchte, das wird zu spät sein. Dann suchen Sie sich ein anderes Geschäft. Man hat mir aber Ihre Gänse empfohlen. Wer hat Ihnen meine Gänse empfohlen? Der Wirt vom Alpha Inn. Ach so, der. Ja, dem habe ich vor ein paar Tagen ein Dutzend geschickt. Und schöne Vögel waren das. Woher haben Sie die bloß bekommen? Sagen Sie mal, Mister, worauf wollen Sie eigentlich hinaus? Los, raus mit der Sprache! Regen Sie sich doch nicht auf. Ich möchte doch nur wissen, wer Ihnen die Gänse verkauft hat, die Sie ans Alpha Inn geliefert haben. Ich werde Ihnen was sagen, Mister. Das ist mir völlig egal, was Sie wissen möchten. Na schön, dann eben nicht. Es ist im Grunde auch völlig unwichtig. Wissen Sie, ich weiß nur nicht, warum Sie solche Nebensächlichkeiten so sehr in Wut bringen. Ich werde Ihnen sagen, Mister, was mich in Wut bringt. Seit Tagen werde ich mit diesen Gänsen gelöchert. Dauernd heißt es, A, wo sind die Gänse? Und B, was wollen Sie für die Gänse haben? Und C, wem haben Sie die Gänse verkauft? Man möchte meinen, das sind die einzigen Gänse, die es auf der ganzen Welt gibt. So viel Wind wird darum gemacht. Entschuldigen Sie bitte, das kann ich ja nicht ahnen. Mich hätte es eben nur interessiert wegen einer Wette, die ich mit meinem Freund hier abgeschlossen habe. Ich habe mit ihm um einen Fünfer gewettet, dass der Vogel, den wir gegessen haben, auf dem Land großgezogen wurde. Ja, das stimmt. Ja, Mister, dann haben Sie wohl Ihren Fünfer an den Gentleman verloren. Die Gans war aus der Stadt. Niemals. Aber wenn ich es Ihnen doch sage... Ich glaube Ihnen kein Wort, Mr. Breckenridge. Bilden Sie sich etwa ein, Sie verstehen mehr von Geflügel als ich? Ich habe schließlich mein ganzes Leben mit den Viechern verbracht. Und ich sage Ihnen, alle Vögel, die ich ans Alpha Inn geliefert habe, waren aus der Stadt. Das nehme ich Ihnen nicht ab. Wollen Sie darauf wetten? Nein, 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 nein. Ich will Ihnen ja nicht Ihr Geld aus der Tasche ziehen. Schließlich weiß ich ja, dass ich ganz bestimmt recht habe. Aber ich will gern einen Fünfer gegen Sie setzen, um Ihnen beizubringen, dass man nicht so stur sein sollte. Sie haben's nicht anders gewollt, Mr. Besserwisser. Sehen Sie dieses kleine Buch. Da habe ich alle meine Aufträge aus diesem Monat sorgfältig drin aufgelistet. Sehen Sie, hier habe ich meine Kunden. Und die Abkürzung hinter der Bestellung, die finden Sie hier wieder auf der Liste meiner Lieferanten. Und die Abkürzung hinter dem Alpha Inn, die bedeutet was? Lesen Sie selbst. Mrs. Oakshott, Brixton Road, Nummer 117, Eier und Geflügel. Und das, Mister, ist ganz eindeutig in der Stadt. Wenn ich also um den Fünfer bitten dürfte? Was für eine Enttäuschung. Ja, ich hatte es so fest daran geglaubt. Sie werden darüber hinwegkommen, Mister. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Mister. Humps, Sie haben wirklich ein unglaubliches Talent dafür, von Menschen das zu erfahren, was Sie wissen wollen. Ach, Watson, ich habe noch niemals einen Händler getroffen, den man nicht mit einer Wette locken könnte, die er mit Sicherheit gewinnen wird. Selbst wenn ich ihm 100 Pfund auf den Tisch gelegt hätte, hätte er mir keine so vollständigen Informationen gegeben wie jetzt, wo es ihm darum ging, eine Wette zu gewinnen. Die Wissenschaft von der menschlichen Seele ist eine der geheimnisvollsten überhaupt, mein lieber Watson. Aber Holmes, diese Mrs. Oakshott, die werden wir uns doch wohl für morgen aufheben, oder? Nach dem, was uns dieser etwas unfreundliche Mensch gesagt hat, ist es klar, dass sich außer uns noch jemand für diese Sache interessiert. Ich glaube, wir sollten Mrs. Oakshott besser sofort einen Besuch abstatten. Ach, Holmes. Warten Sie, Watson.
Wie mir scheint, waren wir nicht der einzige nächtliche Besuch, den Mr. Breckenridge heute bekommen hat. Wenn irgendjemand weiter mit diesen verdammten Gänsen löchert, lass ich meinen Hund los. Wenn sich Mrs. Oakshott zu beklagen hat, dann soll sie selber herkommen. Was haben Sie mit dieser Lieferung zu schaffen? Schließlich habe ich diese Gänse nicht von Ihnen gekauft. Nein, nein, aber eine davon gehörte trotzdem mir. Dann fragen Sie doch Mrs. Oakshott nach ihr. Aber sie hat mir gesagt, ich soll Sie fragen. Fragen Sie den König von China danach, wenn es Ihnen Spaß macht. Ich habe die Schnauze endgültig voll davon. Hören Sie endlich auf, mit diesem verfluchten Federvieh zu belästigen und verschwinden Sie hier! Entschuldigen Sie, Sir. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Entschuldigen Sie bitte, Sir. Aber wir haben zufällig Ihr Gespräch mit dem Händler belauscht. Und ich glaube, wir können Ihnen helfen. Sie? Wer sind Sie denn überhaupt? Und woher wollen Sie überhaupt etwas über diese Sache wissen? Sie gestatten, mein Name ist Sherlock Holmes. Und es ist meine Aufgabe, das zu wissen, was andere nicht wissen. Aber wie wollen Sie wissen, worum es hierbei überhaupt geht? Oh, das weiß ich sehr genau. Sie versuchen, die Spur einer Gans zu verfolgen, die Mrs. Oakshott aus der Brixton Road an diesen wenig charmanten Herrn Mr. Breckenridge verkauft hat und die dieser wiederum an Mr. Windygate vom Alpha Inn geliefert hat, wo sie schließlich ein Mitglied seines Gänseclubs, Mr. Henry Baker, an sich genommen hat. Sir, ich kann Ihnen kaum sagen, wie sehr ich an Ihrer Geschichte interessiert bin. Sie sind ja genau der Mann, den ich gesucht habe. Nun, wenn es so ist, sollten wir alles Weitere wohl an einem bequemeren Ort erörtern, wenn ich Sie in mein bescheidenes Heim einladen dürfte, Mr. Robinson. John Robinson. Nein, nein, Ihren richtigen Namen, Sir. Woher wissen Sie das? Ach ja, also schön. Mein Name ist James Ryer. Der Verwalter vom Hotel Cosmopolitan? Ja, das bin ich. So etwas habe ich vermutet. Der Verwalter des Hotels Cosmopolitan auf der Suche nach unserer Gans. Ich spürte, dass wir nun ganz nah an der Lösung unseres Rätsels waren und konnte es kaum abwarten, bis wir mit der Droschke in der Baker Street ankamen. Auch Mr. Ryder schien ungeduldig auf die Fortsetzung des Gesprächs zu warten. Während der ganzen Fahrt starrte er uns mit halb ängstlichen und halb erwartungsvollen Augen an, wie ein Mensch, der nicht sicher ist, ob er vor einer Glückssträhne steht oder eine Katastrophe zu erwarten hat. Holmes sprach während der Fahrt kein Wort und umso deutlicher war das dünne, nervöse Atmen unseres neuen Bekannten zu hören. Die wenigen Minuten der Kutschfahrt erschienen uns alle wie eine Ewigkeit. Kaum hatten wir das Kaminzimmer betreten, platzte Ryder auch schon mit der Frage heraus, die ihm die ganze Zeit auf der Zunge gebrannt hatte. Mr. Holmes, wenn Sie jetzt wohl so freundlich wären, mir zu sagen, was Sie wissen. Über die Gänse, die Sie so verzweifelt suchen? Ja. Oder sollte ich besser sagen, diese eine Gans? Denn es ist, glaube ich, nur ein ganz bestimmter Vogel, an dem Sie interessiert sind. Nicht wahr, Mr. Ryder? In der Tat, Sir. Können Sie mir sagen, wo sie ist? Sie ist hier. Hier? Ja. Und es stellte sich heraus, dass sie ein überaus bemerkenswerter Vogel ist. Ich verstehe ihr Interesse an dieser Gans nur zu gut. Immerhin hat sie das hübscheste und leuchtendste kleine blaue Ei gelegt, das man jemals gesehen hat. Wo ist der Stein? Oh, wir haben ihn hier. Watson, wären Sie wohl so freundlich und würden ihn holen? Aber natürlich, Holmes. Nun, Mr. Ryder, ich fürchte, das Spiel ist aus. Das Spiel ist aus. In der Tat. Ich kenne fast alle Einzelheiten dieses Falls. Und den Beweis für Ihr Verbrechen ist Dr. Watson gerade so freundlich zu holen. Eigentlich gibt es nicht mehr viel, was Sie mir erzählen müssten. Allerdings würde mich doch sehr interessieren, wie der blaue Karfunkel nach dem Diebstahl in die Gans kam. Ah, Watson.
Bitte sehr, Holmes. Der blaue Karfunkel. Bitte lassen Sie ihn mich halten, Mr. Holmes. Nur für einen Augenblick. Mir scheint, unser junger Freund steht ein wenig unter Schock, Holmes. Geben Sie ihm den Stein, dann wird er sich vielleicht beruhigen. Also gut, Mr. Ryder. Wenn Sie dann gewillt sind, uns zu erzählen, wie der Stein in die Gans kam und vor allem die Gans in den freien Handel. Danke, Mr. Holmes. Sie wissen gar nicht, welche Freude Sie mir machen. Oh, sehen Sie nur dieses leuchtende Blau. Wir hören, Mr. Ryder. Also gut. Ich werde Ihnen erzählen, was Sie wissen wollen. Nach dem Diebstahl habe ich Angst bekommen. Horner wurde verhaftet und es waren so viele Leute im Hotel, so viele Polizisten. Da bin ich davongerannt. Mich hat ja ohnehin niemand verdächtigt, also bin ich einfach losgerannt. Auf einmal war ich in der Brixton Road, wo meine Schwester wohnt. Sie hat einen Mann namens Oakshott geheiratet und mästet im Hinterhof Geflügel für den Markt, müssen Sie wissen. Mir fiel nichts Besseres ein, als bei meiner Schwester in den Hof zu laufen. Ich habe in dem Moment nicht viel gedacht, Mr. Holmes. Meine Beine haben mich einfach dorthin getragen. Ja, und da stand ich dann inmitten all der Gänse meiner Schwester, als ich wieder halbwegs zu Verstand kam. Oh, mein Gott. Was habe ich getan? Ich habe den blauen Karfunkel gestohlen. Ich muss wahnsinnig sein. Ich muss den Stein loswerden. Vielleicht fällt es der Polizei am Ende noch ein, mich auch zu durchsuchen, wenn sie bei diesem Horner nichts finden. Aber wo soll ich hin damit? Nach Hause? Völlig unmöglich, da suchen sie zuerst. Und ihn irgendwo zu verstecken ist zu gefährlich. Vielleicht findet ihn jemand. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Wohin mit dem Stein? Wohin? Oh, die Gänse. Maggie erzählt doch immer, dass die Viecher alles fressen, was nicht nied- und nagelfest ist. Ich werde mir einen von den Vögeln schnappen, ihn mit dem blauen Karfunkel füttern und mit nach Hause nehmen. Genau. Dann bin ich wenigstens in den nächsten Tagen sicher. Kommt her, meine Vögelchen. Kommt her, kommt, putt, 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 putt. Es passiert euch nichts. Kommt. So, komm her, Vögelchen. Sei schön brav und schluck das Steinchen. Komm, komm. Jo, so ist's brav. Meine Güte, James, das ist ja eine Überraschung. Maggie! Was machst du denn hier? Na, komm erst mal rein und iss etwas mit uns. Ich muss nur noch schnell die Gänse füttern. James, warum hältst du denn die arme Gans fest? Maggie, du hast mir doch vor ein paar Wochen versprochen, dass ich mir als Weihnachtsgeschenk eine deiner Gänse aussuchen darf. Ich möchte diese hier und ich möchte sie auch jetzt schon mitnehmen, wenn es dir recht ist. Aber James, deine Gans habe ich doch schon längst selber ausgesucht. Ein sehr schöner Vogel. Ich habe ihn besonders gut gemästet für dich und heute Morgen schon geschlachtet. Ich wollte dir die Gans schicken lassen, aber jetzt bist du ja selber da und kannst die mitnehmen. Danke, Maggie, das ist sehr lieb von dir. Aber ich möchte keine andere Gans als diese hier. Also James, jetzt sei nicht albern und lass endlich den Vogel los. Du machst mir sonst noch alle Gänse verrückt. Maggie, bitte, ich will diese Gans. Oh, James, jetzt hör auf mit dem Unsinn. Lass die Gans los. Nein, nicht. Bleib hier. Oh Gott, Maggie, was hast du getan? Danke, Mr. Ryder. Jetzt verstehe ich, wie der Stein in die Gans kam. Und auch, wie Sie in die missliche Lage kamen, diese Gans zu verlieren. Ihre Schwester hat die Gänse am nächsten Tag geschlachtet und an den Händler Mr. Breckenridge verkauft, vor dessen Geschäft wir uns heute Abend kennengelernt haben. Mr. Breckenridge hat die Gänse ihrer Schwester dann an Mr. Windigate, den Wirt vom Alpha Inn, geliefert, der wiederum ihre Gans an ein Mitglied seines Gänseclubs weitergegeben hat. Mr. Henry Baker.
Mr. Baker wurde überfallen. Der gute Peterson fand die Gans und schließlich landete sie bei uns. Alles liegt nun völlig klar vor mir, Mr. Ryder, bis auf eine Sache. Denn was ich noch immer nicht verstehe, ist, warum Sie diesen Diebstahl begangen haben. Sie sind als Verwalter des Hotels Cosmopolitan ein angesehener Mann und verdienen sicherlich auch eine ordentliche Summe Geld, mit der sich's auskommen lässt, oder? Ach, Mr. Holmes, ich weiß es doch selber nicht. Es überkam mich einfach so. Ich kannte den blauen Karfunkel ja auch nur aus Zeitungsberichten. Und als die Gräfin dann bei uns zu Gast war und ich diesen Klempner in ihrer Suite beaufsichtigte, na, ja, da fiel mein Blick auf einmal auf das Schmuckkästchen. Ich war einfach nur neugierig und wollte einmal einen Blick auf den Stein werfen. Ich schwöre es, Mr. Holmes, ich hatte keine bösen Absichten, als ich das Kästchen öffnete. Und dann sah ich ihn. Dieses tiefe, leuchtende Blau, dieses Funkeln. Ich konnte einfach nicht anders. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Aber ich wusste plötzlich, dass ich diesen Stein besitzen muss. Ich habe in diesem Augenblick einfach nicht darüber nachgedacht, was ich tue. Und ein paar Minuten danach war es dann zu spät. Die Gräfin war bereits wieder in ihrem Zimmer und ich konnte den Stein nicht mehr zurücklegen. Ja. Da habe ich dann den Verdacht auf Horner gelenkt. Ich hatte ja gar keine andere Wahl, Mr. Holmes. Es gibt immer eine andere Wahl, Mr. Ryder. Die Wahrheit. Mr. Holmes, ich flehe Sie an, seien Sie gnädig zu mir. Verraten Sie nichts der Polizei. Ich schwöre Ihnen, ich habe noch nie zuvor etwas Böses getan in meinem Leben. Und ich werde alles tun, damit dieser Horner wieder freikommt. Aber bitte, verraten Sie mich nicht. Um Himmels Willen, bitte nicht. Mr. Ryder, ich glaube Ihnen aufs Wort, dass Sie ein unbescholtener Mann sind. Allerdings sehe ich keine andere Möglichkeit, Mr. Horner aus der Haft zu befreien, als die, dass Sie Ihre Schuld eingestehen. Nein, Mr. Holmes, das werde ich nicht machen. Und Sie können mich nicht dazu zwingen. Wenn Sie mich unbedingt an die Polizei verraten wollen, dann kann ich Sie nicht davon abhalten. Aber ich werde nicht mehr da sein, um mich verhaften zu lassen. Ich werde fliehen, und zwar auf der Stelle. Bitte, Mr. Ryder, benehmen Sie sich doch wie ein Mann und stellen Sie sich Ihren Taten. Nein, Mr. Holmes, lieber ein Feigling, aber frei, als ein anständiger und aufrechter Mann, der jahrelang das Sonnenlicht nicht wiedersehen wird. Adieu, Mr. Holmes, Dr. Watts. Haben Sie die Herren von Scotland Yard benachrichtigt, Watson? Selbstverständlich. Sie nehmen Mr. Ryder und den blauen Karfunkel vor der Tür gerade in Gewahrsam. Tja, es ist nicht zu glauben, wie dieser kleine blaue Stein unserem jungen Freund so sehr den Kopf verdrehen konnte. Es muss eine ganz eigene Magie in diesem Karfunkel stecken, dass er die Menschen dazu bringt, zu Dieben und Mördern zu werden. Holmes, ich finde, wir sollten uns jetzt einer anderen Art der Zauberkunst widmen. Mrs. Hudson hat für das Mitternachtssouper die Gans an sich genommen und ich bin sicher, dass von dem Vogel jetzt auch eine ganz besondere Magie ausgeht. Eine unwiderstehliche, Watson. Also, beginnen wir mit diesem äußerst delikaten Fall. Ich bin mir sicher, unsere goldene Gans wird darin nun endlich ihre letzte Hauptrolle spielen.